Willkommen zum nächsten Teil von Happy Out. In diesem Teil geht es um, ja, um den Refrain, um diese Synthesizer-Linie. Dam, bam, bam. Ja, gibt es eine einfache Version noch draus? Können wir auch so spielen. Und damit fangen wir auch erstmal an in der rechten Hand. Die linke Hand bleibt unverändert, wie du sie schon kennst. In der rechten Hand spielen wir. Also erstmal gibt es eine Pause. Eins. Eins. Das ist der erste Überabschnitt. Ja, das erste, diese 1, das ist der Taktanfang, aber da wird nicht gespielt. Aber die linke Hand spielt er nämlich. Links, links, rechts. F, 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 G, A. Das sind die Töne, ja? Bam, 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 bam. Das ist der erste Überabschnitt, der zweite ist F, 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 C, A. Achtung, anderer Fingersatz auch. Obwohl, ich meine, du kannst auch hier mit dem Daumenstein anfangen. Daum, 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 G, A. Und dann ist der nächste jetzt nämlich F, 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 C, A. Ja, kleiner Finger, Mittelfinger. Dum, bum, 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 bum. Dann geht's weiter, dritter Überabschnitt. Lum, bum, 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 bum. Ist genau wie der erste. Eventuell mit einem anderen Fingersatz. Ich habe jetzt gerade mit Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger gespielt. Das Wichtigste ist, dass du kannst dir was aussuchen, aber das Wichtigste ist, dass du dabei bleibst und nicht die ganze Zeit variierst, vor allen Dingen am Anfang. Und zum Schluss, bam, 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 da geht's runter, F, 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 E und C. Das F hier wird die ganze Zeit gespielt, kann man sagen, dieses bam, bam, bam. Beim ersten Mal ist es dann G, A. Beim zweiten Mal ist es bam, 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 C, A. Beim dritten Mal, bam, 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 wieder G, A. Und dann beim letzten Mal, F, F, F. E, C, da geht's runter. E, C. Ja, deswegen spiele ich es hier dann mit dem Mittelfinger, Ringfinger. Bom, 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 E, C. Eins. 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 Okay? Mal mit der linken Hand zusammen. Die spielt quasi immer auf der Eins. Erst das D. Das F, dann das B, wieder das B. Und das ist schon die einfache Version. Und die fortgeschrittene Version ist jetzt zum Beispiel, dass du hier die Grundtöne in der Oktave spielst du noch tiefer. Ja, dann klingt es schon viel voluminöser. Und in der rechten Hand kannst du die Akkorde mitspielen. Das heißt, bei D-Moll-Akkord vor allen Dingen spielst du hier A und D mit. Die beiden, ja. Hier oben die Melodie bleibt gleich. Der Fingersatz ändert sich dadurch natürlich ein bisschen. Deswegen habe ich es auch so gespielt ursprünglich. F-Dur. Bei F-Dur kannst du die Töne C und F mitspielen. Ja, die Melodie oben bleibt. Dann das nächste. Bei B-Dur kannst du C und F mitspielen. Also eigentlich B und F, aber das C macht das Ganze ein bisschen markanter. Und zum Schluss nur das C und D, E und D alleine. E und C alleine, Entschuldigung. Mal langsam. Noch mache,
das in der linken Hand. So ein bisschen zwischen kleinen Finger und Daumen hin und her spielen. Technik, die ich hier mit der linken Hand mache, erkläre ich auch ein bisschen umfangreicher, detaillierter in verschiedenen Videos und übrigens noch deutlich mehr und ähnliche Techniken auch. Ich denke, in meinem Kurs Tipps und Kniffe für Fortgeschrittene gehe ich da sehr drauf ein. Ja, mehr Informationen auf meiner Seite werdemusiker.de. Das war der heutige Teil. Ich freue mich immer über auf deinen Besuch auf meiner Seite und freue mich außerdem auf dich im nächsten Teil. Ja, da geht's dann um die Bridge und außerdem bringen wir da nochmal alles zusammen. Ja, also um den Ablauf geht's dann noch kurz. Ich freue mich auf dich, wenn du da wieder dabei bist. Vielen, vielen Dank, dass du überhaupt so lange dabei bist. Ja, weiß ich sehr zu schätzen und freue mich auf dich im nächsten Video. Mach's gut, bis dann. Ciao.